Und weiter geht's mit dem dunklen Ritter in Batman Arkham Knight. Ich hab auf ihren Kopf gezielt. So, wir müssen jetzt das Fahrzeug verfolgen, was sich außerhalb von dem Uhrenturm befindet. Und da werden wir jetzt mal hingehen. Ah, hätte ich doch nur eine Videokamera gehabt, als ich Barbara von den Füßen holte. Ach, der ist so krass. Der Joker. So, schauen wir mal, was ist ein Batmobil? Da hinten ist Batmobil. Scarecrow ist im Fernsehen. Was finden diese Leute nur in Handsprachen? Wenn ich jemanden ausraube, kläre ich den auch nicht über die Technik des Stehlens auf. Die Reifenspuren werden mich zu Barbara führen. Dazu kann ich den Forensic-Scanner des Batmobils benutzen. Okay, Kampfmodus, Forensik-Scanner umschalten. Ah, alles klar. Alfred, ich will den Namen des Arkham Knight. Ich auch, Master Bruce. Er hat sich den Namen aus einem bestimmten Grund ausgesucht. Wo sollen wir anfangen? Arkham City. Durchsuche die Akten von jedem Insassen, der nach dem Tod von Hugo Strange entlassen wurde. Ah, zur Seite hier. Alfred. Sir? Gibt's Hiebe im Getriebe. Aktiviere die Sicherheitsprotokolle der Bathöhle. Bitte bleib wach. Alles lauter Feinde hier, ist ja Wahnsinn. Gibt's überhaupt noch normale Bürger? Oracle Batman, jetzt wirst du wissen, wann ich bin. Du musst mich nur finden. Du bist Gotham groß. Und zwischen uns steht eine ganze Armee. Ich bin bereit für dich. Was ist denn das für ein Ding? Mine oder was? Alfred, die Miliz hat ein Gerät abgesetzt. Tief in der Straße vergraben. Ja, ich sehe es. Ähnliche Geräte werden in der ganzen Stadt aufgestellt. Ich überprüfe das. Das ist eine Mine oder so. Untersuche das Milizgerät. Vielleicht ist es die Regierung. Wir gleich in der Luft fliegen jetzt wahrscheinlich. Es ist eine Bombe. Mit schwerer Panzerung. Oh je. Sollten Sie sich in dem Fall nicht vielleicht etwas entfernen? Ich werde den Fernzugriff mit dem Batcomputer einrichten und jeden Virus benutzen, den wir haben. Sobald wir drin sind, kann ich den Kern mit einer kontrollierten Explosion unschädlich machen. Sehr wohl, Sir. Aber die Miliz hat bereits einen Zug unbemannter Panzer ausgesandt, um sie aufzuhalten. Werden Sie nicht. Sir, der Virus destabilisiert das Gerät. Wenn Sie sich zu weit entfernen und die Verbindung verlieren, wird die Explosion alles in einem Radius von 10 Blocks vernichten. Wie Sie vorher gesagt haben, Sir, er will das Gerät entschärfen. Die Drohnen wurden aktiviert. Die Drohnen müssen aktiv bleiben, Sergeant. Sie sind unsere Versicherung. Ich weiß, Sir. Ich erledige ihn. Ja, Schütze, gehen wir dir ab. Batman hat eine Drohne zerstört. Dafür bezahlt er. Mai. Komm her. Direkter Treffer bei einer Rattler. Panzerung hält. Rattler zerstört. Drohnentelemetrie offline. Schlagzeug. Maschinen sind unermüdlich. Im Gegensatz zu dir geben sie nie auf. Sie zögern nicht, sie halten sich nicht zurück und sie haben keine Angst vor dir, Batman. Rattler getroffen, aber funktionsfähig. Nisch bist du. Okay. Ich finde dich und wenn ich dich habe, bist du. Die Sprengladung der Bombe liegt frei. Mit Hilfe der Winde kann ich eine kontrollierte Explosion auslösen. R2 Gas geben.
Okay. Ich muss es praktisch in dem Radius drin halten. Glaubst du etwa, das war's schon, dunkler Ritter? Ich habe diese ganze Stadt mit Sprengstoff versehen. Wenn du versuchst, die Bomben zu entschärfen, bekommst du es nur noch mit mehr Drohnen zu tun. Ich habe jahrelang darauf gewartet und niemand wird mir das nehmen. Wenn es jemand versucht, bleibt nur ein Krater zurück. Sir, diese Warnung wurde auf einem Kanal gesendet. Ich vermute, der Arkham Knight möchte eine Einmischung von außen verhindern. So, dann folgen wir mal den Reifenspuren weiter. Die Fledermaus! Oh Scheiße, er klebt an uns dran! Tritt auf! Bring uns hier raus! Alfred, die Spur des Arkham Knight führt nach Niagani Island. Senke die Mercy Bridge. Ich kann nicht, Sir. Wir sind ausgesperrt. Die Milizen müssen die Steuerung des Transportnetzwerkes angezapft haben. Ich brauche ihren Zugangspunkt. Gut. Ich verfolge den Verkehr und anscheinend wurde er komplett umgeleitet zur Grand Avenue Station. Dann müssen Sie dort sein. Ich werde zu Fuß weitergehen und Ihren Zugangspunkt übernehmen. Gib dich ich melde mich, wenn zu Fuß zu dem Milizenpunkt. Vorsicht, Sir. Niagani Island ist voller Drohnen und Soldaten der Miliz. Schauen wir mal, wo sie lang geht. Hört zu, Männer. Wir kontrollieren die Brücken, aber Batman ist anpassungsfähig. Bleibt wachsam. Achtet auf den Himmel. Gegen all diese Panzer hat der Wagen der Fledermaus keine Chance. Ihr braucht keinen Wagen für euch. Hier. So, 335 Meter noch. Ich muss noch einen Spielzeugladen ausräumen. Ich habe meinem Jungen gesagt, dass ich ihm ein Geschenk mitbringe. Okay. Grand Avenue Station. Ist nur von Miliz. Sind wir eh schon da? Nein. Ich muss sie loswerden und den Zugangspunkt finden, von dem aus sie das Transportnetzwerk hacken. Mara, mit Elektroschocker. Gut, die werden wir brauchen. Glaubst du, er kommt? Ich weiß es. Der Arkham Knight hat seine Freundin entführt. Wir haben die Drohne. Der wird uns nicht finden. Hätte ich was getroffen? Mach doch den Geldtritt. Kann jemand Sichtkontakt bestätigen? Komm. Wo zum Teufel ist er hin? Er setzt auch ein! Sehen wir, ob der Typ okay ist. Wir sollten schnell machen. Ich muss es. Ach, stirb! Ich hoffe mal, dass meine Energie wieder hochgeht. Schaut jetzt nicht so aus, ist eigentlich schlecht jetzt. Mann am Boden, ich sehe nach. Wo ist er? Auf dem Kassenhaus. Ich folge dir. Zwei Gegner, vier Gegner, glaube ich noch. Wie viele waren das jetzt? Das ist der vierte.
sind schon noch ein paar mehr. Zentrale, hier spricht Falcon 4. Mutmaßliche Geiselnahme in der Des Wayne Towers. Mehrere Angreifer. Kommen. Eine kleine Überwachungsdrohne kreist über dem Dach. Sie ist mit einer Energiewaffe ausgestattet. Ich muss vorsichtig sein. Wenn ich den Soldaten ausschalte, kann ich die Drohne deaktivieren. Okay, so weit komme ich jetzt nicht. Ich möchte gar nicht wissen, was Scarecrow als nächstes plant. So, mal schauen, irgendwie muss ich die einzelnen erwischen. Oh, da ist einer. Setz du still, Bericht! Nichts, das gefällt mir nicht. Alles gut, wir haben die Kontrolle. Ich müsste, glaube ich, erst den da hinten ausschalten, weil der nämlich die Drohne steuert. Schlimm ist, wenn die Drohne mich sieht, glaube ich, bin ich im Arsch. Wo ist er? Der Typ ist wie ein Geist. Ja, ein verdammt wütender Geist. Der Knight hat seine Freundin entführt. Das ist nicht unsere Schuld. Wir waren hier. Ruhig bleiben. Wir kriegen ihn. Ich habe euch jedes Mal von der Zeit von hier bemerkt. Ihn immer noch nicht. Wie erbärmlich. Ich habe ihn festgemacht. Hier lang, da drüben. Okay, ein Schuss noch, dann bin ich down. Was macht der hier? Ich dachte, das Team vom Uhrenturm kümmert sich um ihn. Er muss sie ausgeschaltet haben. Oh Gott. Ich weiß, du bist da. Da, es ist Batman. Ja, es war klar. Er hat fast keine Energie mehr gehabt. Ich weiß ja nicht, gibt es irgendwas, was man sich die Energie wieder auffüllen kann? Wenn er das vielleicht weiß, könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben. Bats? Bats? Ich glaube, ich muss mir da echt noch ein bisschen mehr reinfuchsen ins Spiel. So, schauen wir mal, ob man das. Warum kannst du nicht einfach seinen verdammten Namen sagen? Tu nicht so, als hättest du irgendwie anders angehen. Okay. Batman. Da. Ich hab's gesagt. Und wo ist er? Nirgends. Der Affe ist auch weg, wenn er weiß, was gut für ihn ist. Hier wimmelt es nur von Milizen des Arkham Knight. Ich muss sie loswerden und den Zugangspunkt finden, von dem aus sie das Transportnetzwerk hacken. Kamera, mit Elektroschocker. Gut, die werden wir brauchen. Glaubst du, er kommt? Ich weiß es. Was ist passiert? Das war das. Okay, die zwei sind ausgeschaltet. Zielperson verloren. Ich werde mich nach Verletzten umsehen. Schon wieder so viel Energie verloren. Scheiße. Ich sehe mal nach dem Typen. Gute Idee. Zwei, okay.
fest, das war keine Einbildung. Ist jetzt aktuell nur noch einen. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Okay. Schön, dass du dich wehrst, Batman. Ich habe nichts anderes erwartet. Hat er schon mal abgeschlossen? Sehr gut. Jetzt, da die Männer des Arkham Knight erledigt sind, kann ich ihr Uplink-Terminal benutzen und die Brücken senken. Okay, wo ist das Uplink-Terminal? Wir müssen das blöde Terminal finden. Jetzt die Richtung an. Okay, ich glaube, ich habe schon gefunden. Okay, Computer benutzen. Hier wäre, glaube ich, der Weg frei fürs Batmobil. Nein, der erschreckt mich immer. Ach stimmt, bei all der Aufregung hätte ich das fast vergessen. Glaubst du ernsthaft, der alte Jim vergibt dir, wenn du sie rettest? Er ist nachtragend, Bats. Ich weiß das. Alfred, ich habe die Brückensteuerung reaktiviert. Wunderbar. Ich starte das Netzwerk jetzt neu. Vergiss Scarecrow. Zeit, deinem wahren Erzfeind entgegenzutreten. Riddler? Oh je, ist das der, für den ich ihn halte? Nigma. Melde dich, sobald die Brücke bereit ist. Löse das Rätsel. Warum besucht Batman ein verlassenes Waisenhaus? Eddie, Süßer, du verwechselst mich mit Robin. Der Große und ich sind uns gar nicht zu gehabt. Oh, ich weiß. Was seiner Katze heute passieren wird, wenn er nicht rechtzeitig ankommt. Schockiert, dunkler Ritter, erstaunt. Das hast du nicht erwartet, oder? Weil du mir nicht gewachsen bist, Edward Nigma, der Ritter und dir intellektuelle überlegen. Dachtest du, ich vergesse unsere letzte Zusammenkunft, dunkler Ritter? Du hast mich gedemütigt. Dieses Mal wirst du mich nicht schlagen. Völlig unmöglich. Du kannst es nicht. Ich habe schon gewonnen. Ich belächle deinen Versuch, meine Rätsel zu lösen. Ich werde triumphierend über deinem Leichnam stehen. Und während in deinem beschränkten Geist endgültig alle Lichter ausgehen, wirst du nur daran denken können, wie ich dich besiegt habe. Komm zum Waisenhaus, Detektiv. Oder sich sterben wird. Okay, Stufenanstieg erstmal schauen. Ich glaube, können wir nichts machen. Wir haben bloß einen Punkt. Na, das mag ich eigentlich noch nicht skillen. Schauen, was es beim Batmobil gibt. Auch noch nichts. Okay, da warte ich jetzt erstmal noch. So, müssen wir jetzt zum Riddler oder was? Wo
zu Riddlers Waisenhaus, um Catwoman zu retten. Okay. Okay, Leute, ich würde sagen, dass wir uns das in der nächsten Folge anschauen mit der Catwoman und dem Riddlers Waisenhaus. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Wenn es euch ein bisschen gefallen, würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, euer Andi.